Salve a tutti. Heute muss ich den Film ein bisschen früher machen. Wir haben heute Freitag, den 21. Juni, und es ist 17:07 Uhr, wenn ich diesen Film, diese Analyse starte. Das heißt, der DAX läuft noch eine halbe Stunde, aber ich bin heute Abend weg und deswegen mache ich ihn ein bisschen früher. Vor euch liegt der DAX, eine Kerze, ein Tag. Und ihr seht, ich habe heute verschiedene Kanäle eingezeichnet. Sieht so ein bisschen aus wie der Fahrplan der Vaporetti in Venedig, aber es geht momentan nicht anders. Wir haben den kurzfristigen Aufwärtstrend seit Dezember, den Korrekturtrend, den wir hatten seit dem 29.04. Und momentan sind wir wieder in so einem Aufwärtstrend drinne. Alles Kanäle. Deswegen der Vergleich mit den Vaporetti in Venedig. Es war eine Hammerwoche, insbesondere der Dienstag war also mächtig. Und danke an Herrn Draghi, dass er sich mal wieder geäußert hat. Bis Oktober wird er das mit Sicherheit noch das eine oder andere tun. Ich glaube, dann hört seine Amtszeit auf in diesem Jahr im Oktober. Wie dem auch sei. Wir fangen mal mit dem äußeren oder mit dem ersten Trend an. Das ist dieser Aufwärtstrend hier. Wir waren letzte Woche dran, sind dran abgeprallt, haben am Dienstag vor der Rede von Draghi sogar die 12.000 und damit auch die 20-Tage-Linie unterboten. Umso überraschender war dann dieser extreme Anstieg, mehr oder weniger ohne kleinste Korrektur. Mit diesem Anstieg sind wir sowohl wieder in diesen Trend reingesprungen, haben aber auch das Zwischenhoch überboten, was wir hatten Mitte Mai. Und hatten somit nur noch dieses letzte oder vorletzte Zwischenhoch bei 12.435,67 vor uns. Da machte am Mittwoch diesen kleinen Doji hier. Also fast kein Umsatz, keine Bewegung. Also das war schon vor allen Dingen verglichen mit der Kerze, ich mache es mir ein bisschen größer, das war schon fast eine Frechheit und Arbeitsverweigerung. Am Donnerstag überbietet er sogar leicht mit um 3,5 Punkte, mit 12.438,37 das alte Hoch. Aber um dann tiefer zu fallen. Heute liegen wir wieder an diesem Trend. Momentan, jetzt haben wir 17:09 Uhr. Also ganz, ganz schwierig. Es gibt hier ein, auf jeden Fall, das muss man so sehen, das Risiko eines Doppeltops. Ja, einmal, zweimal. Diese 3,5 Punkte überbieten ist für mich kein Überbieten, das ist ein bisschen atmen, mehr ist es nicht. Dieses Risiko besteht. Für mich gilt dieses Risiko als rausgenommen, erst so bei Kursen, sagen wir mal, 12.475. Also rund mal 40 Punkte über dem letzten, über dieser horizontalen Linie. Erst dann, bis dahin besteht definitiv die Gefahr eines Doppeltops. Jetzt sind wir hier in diesem Aufwärtstrend drinne, in dem letzten Kanal. Der verbindet sich momentan auf der Unterseite in etwa mit der 20-Tage-Linie so ganz grob bei 12.070. Das ist ein erster Support, ganz, ganz wichtig. Aber was der Markt auf gar keinen Fall machen darf, er darf hier nicht die 11.987 unterbieten. Das wäre der Tiefskurs vom Dienstag. Das darf er nicht mehr machen. So lang bleibt er sogar noch hier oben rein technisch, also rein charttechnisch gesehen, positiv. Noch. Von dem MACD her habe ich momentan kein wirkliches Signal. Das sind alles Histogramme auf gleicher Ebene. Die Stochastik gefällt mir nicht. Es ist noch kein Verkaufssignal. Ich habe extra mal die 80er-Linie hier ein bisschen dicker gezeichnet. Das möchte ich gerne mal sehen am Montag, was der da macht. Die Zeiten sind nicht besonders schick. Jetzt fangen die Jungs im Iran schon an, sich ihre Drohnen runterzuholen. Ich weiß nicht, was da übers Wochenende kommt. Das muss man wirklich ins Kalkül ziehen. Ich gehe in dieses Wochenende ohne irgendeine Position. Ich gucke mir das am Montag an, aber ich will mir den Stress nicht machen, wenn da irgendwie irgendeine Nachricht kommt. So habe ich jetzt auch die Scheine ausgesucht. Und zwar vom Call her tendiere ich zu diesem hier. 11.957. Damit sind wir unterhalb von diesem Low, was wir am Dienstag hatten, bei 11.987. Der Gedanke dahinter ist, wenn wir das unterbieten sollten, dann sucht er sich auch wieder die 11.600. Deswegen, warum soll ich da einen tiefen nehmen? Vielleicht hier drunter, das möchte ich dann doch nicht machen. Das ist von Goldman Sachs die Kennnummer GA7LY1. 11.957er Basis hat momentan einen Hebel von rund 32. Schauen wir mal nach dem Put. Und da interessiert mich dieser hier. Basis 12.503. Ich hatte eben gesagt, es besteht hier die Gefahr des Doppeltops. Wenn das überboten wird, mit einer Toleranz von bei mir zwischen 30 und 40 Punkten, sind wir ganz grob bei 12.480.
Erst dann kann ich sagen, das Doppeltop wird ad acta gelegt, denn der Markt sucht seinen Wert hoch bis zu 12.900. Wenn er das macht, schön. Aber ich gebe ihm diesen Toleranzbereich hier von 30, 35 Punkten. Deswegen muss ich mir auch keinen Put suchen, der irgendwo hier 12.600, 12.700 hat, sondern ich nehme den, der ganz nah dran ist, 12.503. Jetzt erschrecken Sie nicht, der hat momentan, also hier um 17.13 Uhr, einen Hebel von 77. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Ich glaube, so einen hohen Hebel habe ich im DAX hier noch nicht genannt. Aber ich sehe keinen anderen Grund, warum ich irgendwas anderes nehmen sollte. Aber wenn er durchgeht, wie gesagt, geht er auch weiter hoch. Wenn er runtergeht, ist das ein Schnäppchen. Dann ist das die Rakete schlechthin. Und das ist von Goldman Sachs die GM457B. Ich wurde euch gefragt, warum ich Scheine von Goldman Sachs immer hier nenne. Also ich gucke mir jeden Tag DAX-Scheine an. Jeden Tag. Und ich vergleiche die immer wieder. Was mir dabei besonders gefällt bei Goldman ist, die haben den engsten Spread. Meistens. Sie haben meistens auch die besten Preise. Vielleicht mal irgendwo einen Cent oder zwei drüber über andere Mitbewerber. Aber, und das ist eigentlich für mich das ausschlaggebende Argument, ich habe immer wieder festgestellt, dass ganz viele Emittenten, gerade im DAX, sagen wir mal 10, 15 Punkte vor dem Knockout, schon die Preise so breit stellen, dass man die gar nicht mehr handeln kann. Im Gegenzug dazu habe ich es bei Goldman Sachs schon erlebt, dass die auch bis 5 Punkte vor dem K.O. noch den vollen Preis drin hatten. Also meinetwegen 18 zu 19 Cent oder sowas. Der war noch komplett handelbar, bis 5 Punkte runter. Und das mag ich. Und jetzt haben die Jungs auch angefangen, letzte oder vorletzte Woche mit den Einzeloptionen, also auf Einzelwerte, fand ich echt beachtenswert. Ich habe diese Woche was in Bayer gespielt und das war auch da. Der beste Spread, der beste Preis. Das wollte ich nochmal loslassen. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.